Dann muss man mal nach Hinweisen suchen, ne? Durchsuche das Gehöft. Brief aus Warneck. Guck mal, Mensch. Das war's schon. Okay, gut. Aber Eriks Truhenschlüssel, den wollen wir auch noch mal haben. Wer weiß, ob wir hier nicht irgendwo noch eine Truhe finden, vielleicht, die uns noch mal ein bisschen einen kleinen Schatz oder sowas gibt. Ist das hier die Truhe? Nee. Gott, der ganze Kram hier, ne? Es tut mir schon fast ein bisschen leid, das hier liegen zu lassen, aber gut. Hier wurden wir, glaube ich. Nee, hier waren wir. Doch, hier wurden wir gefangen gehalten, genau. Ist hier vielleicht irgendwo noch eine Truhe. Ah, warte mal, hier ist eine Truhe. Schloss knacken leicht. Komm, wir knacken nochmal ein Schloss. Da. Der Stelle. Was ist nichts drin? Schön. Was mich aber wirklich wundert, ist, dass wir da noch diese eine Aufgabe haben, obwohl wir die doch eigentlich beendet haben. Oder habe ich nicht das übersehen? Ist hier noch irgendwo eine Truhe? Hier wäre noch eine Truhe, aber das ist auch nicht der Schlüssel. Ich frage mich jetzt gerade nochmal, wer Eriks Schlüssel war. Lass uns doch nochmal gucken. Ist das ein Questgegenstand? Das kann man Schlüssel. Herrn Kapun Schlüssel. Ausrüstungstruhenschlüssel von Pirkstein. Die haben wir auch gar nicht in der im Inventar, oder? Bohrschlüssel zur Verschlüsselung Köhlerhütte, das wissen wir. Hä? Wir haben uns doch gerade einen Schlüssel hier gegeben. Türschlüssel, Truhenschlüssel. Haben wir den nicht aufgehoben? Komisch. Also habe ich gerade was verplant, aber ich habe doch hier einen Schlüssel aufgenommen, oder? Das habt ihr doch auch gesehen. Eriks Schlüssel. So. Wir lesen aber erstmal den Brief aus Vranik. Den lesen wir erstmal selber. Geschätzter Herr, trotz unserer anfänglichen Schwierigkeiten in Prübislawitz muss ich sagen, dass alles nach Plan verläuft. Ich habe so viele Männer angeheuert, dass eventuelle Verluste zu verschmerzen sein werden. Ich glaube, dass ich die Burg, von der wir vormals sprachen, schon bald einnehmen werde. Ich glaube, das war eine Ablenkungsmanöver. Ich glaube, dass der gerade irgendeine Burg einnimmt. Kettenhaube. Na gut, wir haben eigentlich keine Zeit zu verlieren. Bevor wir das machen, lass uns doch mal ganz, ganz schnell. Also wir können natürlich hier unfassbar viel plündern. Ah, okay, das war's schon. Schade. Ich dachte, wir können noch mal runterlaufen. Wegen der Aufgabe. Herr, mehr konnte ich nicht finden. Ein Brief? Was steht da drin, Ratzig? Okay, er kann nicht Neben lesen. Jagd aus Flügen, Gelagen und Kämpfen findest du bestimmt Zeit fürs Studium, alter Mann. An den Höfen von Prag kann heutzutage jeder Hinz und Kunz lesen. Naja, hier bei uns auf dem Lande kümmern uns solche Sachen nicht mal ein Furz, Ratzig. Außerdem habe ich dafür sowieso einen Schreiber. Also, was steht in dem Ding? Offenbar hat Tostas geschrieben. Es wird kein Adressat genannt. Nur, dass alles streng nach Plan verläuft und die Burg bald eingenommen sein wird. Burg? Welche Burg? Wozu braucht er denn eine Burg? Herr, wir haben den da geschnappt. Ach, guck mal. Es scheint ganz so, als sei er kein gewöhnlicher Speerträger. Wo ist Tost, diese Ratte? Wohin ist er gegangen? Sprich, verflucht! Er hat euch wieder überlistet, oder nicht? Wenn du dich klug anstellst, kommst du vielleicht sogar davon. Wo ist dein Herr? Gestern war er noch hier. Komm schon, Herr. Wir beide wissen doch, wie das hier enden wird. Mein Herr ist weg und nahm einen Großteil der Männer mit. Wo ist er? Was hat er?
er vor. Er schreibt hier davon, eine Burg zu erobern. Welche Burg? Eine Feste nicht weit von hier, welche völlig unbewacht ist. Thalenberg oder Rathai? Das wohl sein könnte. Thalenberg. Was sagst du da, du Hurensohn? Thalenberg. Ist er nach Thalenberg gezogen? Ihr werdet ihn nie kriegen. Niemals werdet ihr. Gut, hat sich erledigt. Was denn? Hattet ihr vielleicht vor, ihn in irgendein Kloster zu schicken, damit er Mönch wird? Ich denke, wir haben zu tun, Herr Divisch. Habe ich recht? Aufsatteln, meine Herren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, das wird jetzt aber ein Spaß. Kompi, du kommst genau rechtzeitig. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Wir sind hier mitten in der Schlacht. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau an unserer Seite. Wir brauchen Verstärkung. Ja, wir sind schon bei Teil 2. Ich grüße euch. Es gab einen Hinterhalt. Wir brauchen dringend Hilfe. Nein, jetzt lasst ihn doch nicht rein, ihr blöden Idioten. Oh, Idioten. Möge Gott mit uns sein. Jetzt kommen die da mit 10 Mann oder was? Als ob das was bringt. Nein, nicht Stefanie. Es ist nicht klug, wenn wir. Nicht unsere zweite Geliebte. Schneller, Männer! Reitet schneller! Meine Männer sind schwer verwundet. Ohne Versorgung werden sie den morgigen Tag nicht erleben. Sei unbesorgt, wir kümmern uns um sie. Herrin, ich spreche euch meinen aufrichtigen Dank aus. Möge Gott euch für eure. Ah, super. Jeder Christ sollte seinem Nächsten in der Stunde der Not zu Hilfe eilen. Wohl wahr. Ganz besonders zu dieser Zeit, in der Verrat und Täuschung allgegenwärtig sind. Oh nein. Ja, war schön mit Stefanie eigentlich, ne? Kommt schon! Was ich fürchten muss, Gäste in sein Haus zu lassen. Hat ein bisschen was von Game of Thrones gerade hier. Gib das Zeichen! Jawohl, Herr. Ja, ein bisschen spät, Freunde. Ein bisschen spät. Gott verdammt! Ja. Los! Wir müssen in die Burg! Mit den paar Leuten, oder was? Ja, das ist jetzt ein Himmelfahrtskommando, Freunde. Ja, damit Handy oder ein Rauchzeichen gegeben oder eine Brieftaube verschickt oder was weiß ich. Achso, so episch, wie wir da hingeritten sind, nach Franek geritten sind, die Ansprache von Hanusch, die Schlacht, wir sind so gut gewesen. Ging alles viel zu einfach. War klar. Ah. Na gut, okay, die sind zumindest noch nicht ganz fertig mit der Befestigung. Gut, dass wir kein Pferd haben. Oh Gott. Haut mal eure Hörner raus. Ja, ich würde auch sagen. Jetzt ist Zeit. Alle mithelfen jetzt hier. Wir müssen jetzt richtig gut kämpfen, das, was wir nicht können. Öffne das Fallgitter zum Vorhof, damit die Verstärkung hineingelangt. Okay. Schlagt sie! Ich bin Vorhof! Und eingeschlossen! Los! Wir müssen am Tor vorbei! Wir
komme ich denn jetzt auf die Burg? Also, wie komme ich jetzt auf den Burghof hier? So, weg da, erster. Ach, komm schon. Scheiß Banditenpack. Zack, weg damit. So, weg damit. So, Fallgatter öffnen. War das nicht irgendwo hier? Du bist, bleibst da schön unten. Oh, da ist noch einer. Wo kommt die denn jetzt her? Wo kommt die denn jetzt her hier? Ist das nicht das Fallgatter hier für das Tor? Sind wir falsch? Mit Schild hier. Und der ist gut. Oh, ihr kämpft gerade gar nicht hier. Warte mal, ich muss mal Ausdauer tanken. Okay, der hat ein bisschen mehr drauf hier. Ja, genau, da kommt die Verstärkung. Sehr gut. So, danke. Hätte ich da nicht oben das Tor aufmachen können, das Fallgatter öffnen können? Das, ich war doch schon über dem Tor, ne? Aber da war nichts, oder habe ich das übersehen? Ich war eigentlich ein guter Plan. Mit 120 Banditen hätte er in Vranek keine Chance gehabt. 90 Banditen Tamek sieht es da schon ganz anders aus. Das stimmt. Nein, nicht unter das Tor. Oh oh. Mm. Okay, ich dachte, sie wird durch das Tor gelegt. Komm raus, du Ratte! Komm raus und kämpfe wie ein Mann! Nein, lieber nicht. Hier gefällt es mir viel besser. Du versteckst dich wohl lieber hinter meiner Frau wie ein räudiger Köter. Ich könnte ihr auch einfach die Kehle durchschneiden. Ich habe genug Geiseln und dicke Mauern, die mich beschützen. Bringt ihn her. Oh, wo hat er denn... Hä, wo haben sie denn ihn hergeholt? Ratzig? Was verlangst du, du Schlange? Mal sehen. Eigentlich verlange ich gar nichts von euch. Außer vielleicht, dass ihr alle sterbt. Feuer! Brennt alles nieder! Stimmt, Ratzig ist in die Burg geritten, der Idiot. Ja, er hat recht. Naja, stimmt. Der Depp. Kein Teamplayer. So, nu? Spiel vorbei. War ein nettes Spiel, würde ich sagen. Gott, geht es dir gut? Ich werde es überleben. Aber das Schwert werde ich wohl eine Weile nicht mehr schwingen können. Oh, keine Sorge, Schwertkämpfer haben wir genug. Ein guter Herr ist da schon seltener. Wie zur Hölle haben sie Ratzig erwischt? Ich kam nicht mal bis zum Tor. Er kämpfte gegen die Verstärkung, die aus der Burg kam. Wir müssen Herrn Rat...
meinen Vater irgendwie retten. Genau wie auch meine Gattin. Der gute Kämpfer, den er den Baker crushed ist. Zuhause. Mein Freund, du weißt doch genauso gut wie ich, dass wir sie belagern müssen. Nein. Nein, das wäre erst der letzte Ausweg. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben. Herr, wenn ein paar Männer nachts die westliche Mauer erklimmen könnten, gelingt es ihnen vielleicht, die Geiseln zu befreien und das Tor zu öffnen. Aber auch nur, sofern sie sie im Hof gefangen halten, wie wir es immer taten. Das ist sehr riskant. Was, wenn sie gesehen werden oder das Fallgatter nicht leise öffnen können? Herr Hanusch, wenn wir auch nur eine Geisel befreien können. Ein gefährliches Unterfangen. Wen würdest du schicken? Nicht Heinrich, nicht ich Heinrich. Natürlich geht Heinrich. Dann machen wir uns bereit. Ach klar, das wird sofort akzeptiert. So, vorher war es total gefährlich. Und dann sagt er, ich gehe. Und er sagt, ja, dann, wenn Heinrich das macht. Wenn Heinrich das macht, dann funktioniert das. Ich habe mich hier nur durch das Spiel geschummelt, Freunde. Ganz echt ehrlich. Ich bin hier irgendwie so durchgerutscht. Ich weiß gar nicht, warum die alle so denken, dass ich das so gut kann. Wenn die wüssten, wie oft ich gestorben bin in meinen Missionen. Ja, total gut. Ich bereite mich besser auf den nächtlichen Überfall vor. Leichte, dunkle Kleidung wäre am besten. Ja, leichte, dunkle Kleidung haben wir gerade an. Richtig gut. Okay, also nochmal ganz kurz durchschnaufen jetzt. Ach, du Heiliger. Was ist nur jetzt los? Jetzt überschlagen sich die Ereignisse hier. Also, du begibst dich an Robert, sobald du bereit bist. Also, wir sind hier vor Thalenberg. Herr Ratzig ist gefangen. Stefanie ist anscheinend auch noch eine Geisel. Wir machen jetzt erstmal Nebenquests, oder? Nein. Alles gut. Wir wollen erstmal ein bisschen leveln. Ich habe noch eine ganze Menge Punkte bekommen und ich glaube, wir sollten mal ein bisschen leveln. Ah, das passendste Lied auf jeden Fall, Stauffacher. Für alle YouTube-Zuschauer, Stauffacher hört, er meuchelt sich immer durch Pribislavitz und hört dabei Reigns of Castamere. Wahrscheinlich hat er auch so extra einen Spielstand angelegt, wo er relativ gut ausgerüstet ist. Wahrscheinlich haben das ganz viele. Direkt so ein, wo er sagen kann, Laden, Schlacht von Pribislavitz. Habe ich gerade Lust zu spielen, speichere ich an dieser Stelle mal und dann kann ich jetzt immer wieder laden und immer wieder spielen. Auf jeden Fall sehr passend. Gut, also, wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen was mit Kurzschwert und Dings lernen. Irgendwas mit Stich, Doppelstich. Okay, das ist da muss man schlagen. Das ist doch gut. Kurzschwert, zuschlagen, zustechen, Halbschwert. Das können wir doch lernen. Das ist doch gut. Fehlertechnik verwirren, interessant. Zuschlagen, aber das ist nur mit Zuschlagen. Und Zuschlagen, ich bin eher so der Stichtyp. Wir nehmen das mit dem Halbschwert, das ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann was haben wir noch? Wir hatten noch irgendwo Punkte. Werte. Hauptstufe. Oha, jetzt haben wir wieder einiges Neues hier. Asket. Wir können mal gucken. Asket, das ist schwierig. Duft des Mannes, Nachtschwärmer. Weiß ich nicht. Ne, das machen wir nicht. Wobei, jetzt wäre doch Nachtschwärmer perfekt, oder? Wir machen das doch jetzt nachts, was wir tun. Deine Ausdauer regeneriert sich tags 20% schneller, tagsüber jedoch 10% langsamer. Es ist natürlich gefährlich, aber jetzt, wo wir diese Nachtaktion haben. Ich habe so einen Spielstand, der ist direkt bei der Auskundschaftung von Pribislavitz, damit ich mich durch ganz Pribislavitz deuchen kann. Klappt extrem gut. Ach, guckt. Also für alle, die das auch nochmal machen wollen, Dolch und Pribislavitz Auskundschaften, eine sehr, sehr gute Kombination. Hier exklusiver Tipp von Stauffacher. So. Nee, wir machen sowas wie Gelehrter jetzt nicht. Was haltet ihr von Nachtschwärmer? Wenn wir jetzt diese Nachtaktion haben, könnte das doch ganz gut werden. Ne? Wir haben oft nachts gekämpft und das regeneriert dann zumindest von unserer Ausdauer schneller. Und jetzt haben wir ja gemerkt,
Wir sind auch nicht mehr ausdauermäßig so schlecht. Mit dem Kurzschwert und dem Schild haben wir deutlich bessere Ausdauer. Das funktioniert super. Wir lernen das jetzt einfach mal. Das wird uns helfen. So, wie sieht es denn überhaupt aus jetzt mit unseren Werten hier? Das würde mich mal interessieren. Hauptstufe 16, Stärke 12, Agilität ist bei 11, das ist gut, Vitalität 12, Redekunst ist okay, ein runter, aber wahrscheinlich, weil wir dreckig sind. Genau, Sichtbarkeit, da tun wir gleich was. Und kampfmäßig, Schwert 10, Kampf 9, Verteidigung 6. Naja, wir waren schon mal schlechter. Wir sind immer noch im siebten Himmel, auch das ist schön. Gut. Okay, dunkle, leichte Kleidung. Ja, sowas, was wir nicht haben. Wie machen wir das denn jetzt? Also, können wir uns die irgendwo nehmen? Guck mal, das geht jetzt noch. Wir wählen uns... Achso. Aber egal, ist mir eine leichte, dunkle Kleidung. Soll auch noch völlig möglich zu sein. Sobald ich bereit bin, muss ich mich bei Hauptmann Robert melden. Ja. Leichte, dunkle Kleidung ist nicht das, was wir gerade anhaben, ne? Also das ist eher alles andere als leicht. Das Gefährteninventar ist übrigens überhaupt nicht voll. Der kann auch voll viel mitnehmen, dann... Lass uns doch hier reinpacken. Die Wundpfeile... Auch erstmal, wir haben genug Pfeile dabei. Vielleicht können wir mit dem Dolch irgendwas machen. So, erstmal waschen. Und dann jetzt erstmal überlegen, was wir machen. Also, wir werden hier wohl kaum... Ach, guck mal, das ist unsere Truhe. Okay, das ist unsere übergangsweise Truhe, ich verstehe. Hier bei dem Lager ist jetzt sozusagen unser Aufgebot. Ja, leichte, dunkle Kleidung. Wo soll ich die denn jetzt herbekommen? Können jetzt auch schlecht irgendwie nach... Also was wir natürlich machen können ist, wir können unseren Waffenrock sozusagen ablegen. Dann sehen wir so aus. Ist das jetzt dunkel genug? Ich meine, wir sind schon relativ dunkel. Wo sieht man das denn? Sichtbarkeit 66, Auffälligkeit 64. Gebt mir mal ganz kurz einen Tipp. Es muss Sichtbarkeit nach unten gehen oder nach oben gehen. Wenn wir jetzt den Waffenrock anziehen, dann geht dies ab. Dann werden wir sichtbarer, okay. Aber weniger auffällig? Lese ich das richtig so? Also Auffälligkeit muss sozusagen nach unten gehen, also und Sichtbarkeit umso höher, umso schlechter. Also umso beides, also letztendlich beides umso höher, umso schlechter. Guck mal, was können wir denn machen? Die silbernen Sporen können wir zum Beispiel ablegen. Die brauchen wir jetzt theoretisch nicht, weil das ist auch schon mal was uns besser weniger auffällig macht. Weil wir nicht rumklappern. Ja, okay, das hat keine Auswirkungen. Die edlen grünen Beinlinge, wie wir die anhaben oder nicht, ist egal. Ja, guck mal, der Gambeson ist zum Beispiel schlechter. Guck mal, der ist zum Beispiel auffälliger und sichtbarer. Also das ist ja schon mal beides schlechter, okay. Ja, keine Ahnung. Der gibt uns sogar ein bisschen Körperrüstung. Ich habe jetzt halt überhaupt nicht so eine Ausrüstung für Heimlichtuerei. Also was wir machen könnten, theoretisch wäre, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, wir könnten jetzt tatsächlich irgendwie nach, keine Ahnung, nach Ratai und dann einkaufen gehen. Wir haben fast 10.000 Groschen. Ist das überhaupt eine valide Option?
extrem gut im Nahkampf, ne? Stechen ist unfassbar gut. Also wenn einem das Spiel das sagt, dass man mit leichter dunkle Kleidung anhaben soll, müssen wir uns irgendwas aus Stoff, dunkles aus Stoff holen, dann sind wir natürlich deutlich schlechter gerüstet. Ist die Frage, ob es das wert ist. Ist Pebbles hier bei mir? Pebbles ist da. Okay, Pebbles ist schon mal da, das ist gut. Das scheint ja jetzt nicht zeitkritisch zu sein hier gerade, ne? Der sitzt in seiner blöden Burg. Und wir sollen irgendwie über die Mauer klettern. Und das leise. Gut. Okay. Wir probieren das mal. Wir machen mal... Einmal haben wir das zufällig da. Haben wir noch Retterschnaps? Retterschnaps haben wir noch. Wie spät ist das jetzt gerade? Es ist 8 Uhr morgens. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Wir sollen eh abends erst dahin. Wir sollen das ja nachts machen. Okay, dann würde ich sagen, aufsitzen. Wir reiten einmal nach... Von hier aus ist die Frage, was ist kürzer? Sasau? Oder Ratai? Sasau ist eigentlich schneller. Merhoyet, Samopesh. Es nimmt sich beides nichts. Wir reiten hier unseren Weg nach Ratai. Und dann gucken wir uns, ob wir uns irgendwie nochmal ausrüsten können. Ja. So. Wir reiten ins Querfeld ein. Wir haben ja keine Zeit. Da hinten ist auch nochmal ein Lager. Seht ihr das? Ist auch neu jetzt hier das Lager da hinten, oder? Das ist bestimmt das Lager von Hanusch und so. Ja. Die haben da auch ein Lager aufgestellt. Cool. Ja. Ich glaube, dass das, was wir machen, sinnvoll ist, aber... Wir gucken mal, ob wir da irgendwas kriegen, was einigermaßen von der Rüstung passt. Und was uns ein bisschen weiterhilft. Aber wirklich, wirklich gut gemacht. Also Props an das Spiel. Ich habe das damals, als es rausgekommen ist, 2018 gekauft und seitdem wirklich liegen lassen. Ich habe es vielleicht, ich glaube, ich habe es einmal angespielt und bin dann nicht mal bis... Doch, ich bin vielleicht noch bis Ratai gekommen. Und das war's dann auch schon. Wir müssen übrigens hier runter. Wir reiten sonst falsch. Ja. Und die Tiefe, die das Spiel hat, wirklich beeindruckend. Also die Spieltiefe, diese Sequenzen, die man im Spiel hat, sind überragend. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt rechts abbiegen, genau. Also diese epische Szene vor der Schlacht da jetzt in Dings war wirklich richtig, richtig gut. Sehr gefeiert. Ja. Und auch ansonsten, ne, das Storytelling, die Gespräche, die Dialoge, also auch die drei Herren da jetzt, Hanusch, Düwisch und Ratzig da jetzt in dem Zusammenspiel, als sie da jetzt zusammenstanden, die Dialogoptionen waren schon sehr, sehr gut geschrieben. Charaktere sehr gut ausgeschrieben und gespielt. Hut ab. Und wie gesagt, ich bin echt begeistert bei diesen Schlachten. Relativ viele KIs, Bewegungen. Und ich meine, klar, es wirkt manchmal ein bisschen krampfig und statisch und steif, aber im Gesamt
Kontext wirklich gut gemacht. Also mit so viel Massen an Leuten da, dass die dann auch so eine Wegfindung haben, dass die wissen, wo die hingehen müssen, wer ist, dass die so eine richtige, auch ersichtliche Taktik haben. Man sieht ja richtig, wenn die da jetzt um den Gegner stehen, dann kreisen die dann richtig ein. Also echt gut gemacht. Und übrigens vielen, vielen Dank für euren ganzen Beistand hier beim Kämpfen. Aber ich muss schon sagen, ich habe, auch wenn das jetzt mit dem Kurzschwert und dem Schild so ein bisschen meine Paradedisziplin ist und ich da viel, viel Zeit, in Anführungszeichen, wahrscheinlich noch nicht mal viel Zeit, aber viel reingesteckt habe an Blut, Schweiß und Tränen, wollte ich gerade sagen. Und weil es jetzt auch ein Kampf war, wo wir zu mehreren gekämpft haben, aber zum Beispiel da in diesem kleinen Torhaus, wo ich drei Gegner hatte, relativ schnell mit dem Schwert die platt gemacht habe. Ich war so ein ganz, ganz kleines bisschen stolz auf mich. Wer das hier schon die ganze Zeit mit mir verfolgt, wie wir uns schwer getan haben am Anfang beim Kämpfen, wie wir überhaupt keine Ahnung hatten davon und wie ich mich da so durchgewurchtelt habe, Pribislavitz und auch in der Mine und was wir nicht alles für Kämpfe hatten, wo wir wirklich sagen, oh Gott, wie kann ich das nur geschafft haben? Muss ich sagen, lief das jetzt erstaunlich gut. Und dann hat es ja doch ein bisschen gefruchtet, was wir so gemacht haben. Übrigens auch schön, dass das Leben hier ganz normal weitergeht. Alles ist am Kämpfen, die Hälfte der Männer der Streitmacht ist irgendwie verwundet, verletzt oder nicht mehr am Leben. Und die hier, ganz entspannte Musik, Kingdom Come Deliverance at its best. So, gut. Wir gucken mal bei dem guten Rüstungsschmied, ob der uns jetzt hier was anbieten kann. Frisches Brot. Ja, Brot. Zwiebeln, die Stadt. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eine neue Rüstung. Gott schütze dich. Ja. Ja, ja, ja. Achso, wir können übrigens mal ein paar Sachen... Pass auf. Ich weiß, wir wollen nicht handeln, aber wir müssen unbedingt... Wir wollen ja unsere Sachen behalten. Ich würde ganz gerne noch mal ein paar Sachen, die Pebbles hat, verkaufen. Einfach deswegen, also das Händlerschwert zum Beispiel, alles was so ein bisschen viel wert, die Standhaftigkeit, was so ein bisschen schwer ist, können wir mal weggeben jetzt. So wahnsinnig viel ist es nicht, den Rest können wir fast lassen. Die Mönchskutte lassen wir natürlich als, guck mal, den Silberkelch, aber den kriegen wir gar nicht los. Das ist Quatsch. Dass wir ein bisschen was loswerden. Sind eigentlich nur die beiden Schwerter, ne? Weil die sind halt sehr schwer und dann, wenn wir jetzt eine leichte Ausrüstung haben, dass wir die dann vielleicht noch beim Pferd parken können oder irgendwas, weil wir müssen ja dann uns dann umziehen. Wir müssen tatsächlich noch ein bisschen mehr loswerden hier. Gucken wir mal, dass wir dann gleich noch ein paar Sachen verkaufen. Wir haben diese verbesserten Jagdfalle zum Beispiel, die können wir doch auch ins Inventar, die können wir auch verkaufen, oder? Die können wir auch fallen lassen. Die will eh keiner haben. Nehmen unfassbar viel Platz weg. Die restlichen lassen wir natürlich noch. Wer weiß, was das gut ist. Die ganzen Bücher, die könnten wir mal irgendwie in eine Truhe legen oder sowas. Das können wir gleich mal machen. Die wollen wir nicht verkaufen, aber die können wir einfach mal in eine Truhe legen. Dann nehmen wir nicht so viel Platz weg. Und den Silberkelch auch und den ganzen Kleinkram auch. Dass wir ein bisschen Platz haben im Pferd und ein paar Sachen tragen können. Das wäre ganz cool. So, und dann verkaufen wir das beim Waffenschmied eben schnell. So. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Na klar. Ich möchte eigentlich erstmal was verkaufen. Und zwar das hier und das hier. Den Stolch behalten wir natürlich. Wir müssen jetzt eigentlich vorher noch hier schärfen, aber der Zustand sieht gut aus. Falschen tue ich jetzt nicht. Handel abschließen, Punkt aus. Ja. So. Und dann gucken wir mal beim Rüstungsschmied, was wir jetzt dafür kriegen von dem ganzen Geld, was wir haben. So, wir brauchen dunkle Kleidung, leichte Kleidung, also sprich, die nicht zu schwer ist, aber doch, uns einen gewissen Schutz gibt. Also ich denke mal, alles, was hier mit Kettenhemd zu tun hat,
Okay, Auffälligkeit wird schon mal weniger. Schaut mal. 58, 59, das zum Beispiel ist... Das ist zum Beispiel gar nicht so verkehrt hier. Gewöhnliches kurzes Kettenhemd ist das, was wir jetzt auch schon haben. Ne, Körperkettenpanzer. Das ist natürlich deutlich schlechter von der Ausrüstung, aber ihr seht hier, die Werte Sichtbarkeit und Auffälligkeit geht deutlich runter. Sowas müssen wir kaufen jetzt. Also wir müssen uns jetzt mal ein bisschen durchklicken. Kurze Brigandinenbeinlinge, die sind ein bisschen weniger auffällig. Leichte Brigandinenbeinlinge, Sichtbarkeit. Also wir müssen vorher Auffälligkeit runterbekommen, ne? Hier, dunkler sächsischer Gambeson, der ist es doch. Den holen wir uns auf jeden Fall. Den packen wir schon mal in den Warenkorb. Und wahrscheinlich auch das Kettenhemd. Wir können das dann immer noch mal sortieren. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was uns... Guck mal, schwere Brigandinen-Schulterplatten, das sind auch schwarze. Die gehen auch runter deutlich von der Auffälligkeit. Die Beilänge bringen kaum was. Polnische Schulterplatten, aber wir haben die anderen Schulterplatten, die sind besser. Das ist ein bisschen Gefriemel hier, aber... Glockenförmiger Eisenhut. Guck mal, der Eisenhut ist auch deutlich leichter. Und weniger auffällig. Den packen wir auch mal in den Warenkorb. Plattenbogenkacheln. Sind das Arme oder sind das... Ah, das sind hier keine Handschuhe, ne? Die vernieteten Handschuhe werden gut. Schlappen anziehen. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Okay. Gut, also wir hätten jetzt einen Kettenhemd, einen Gambeson, einen neuen Hut und was für die Schultern. Das würde uns ein bisschen dunkler machen. Wir gucken nochmal, haben wir noch irgendwas anderes? Also irgendwie... Irgendwas in diesem Segment hier. Also was mir noch... Wäre eine Kettenhaube vielleicht. Was für die Beine haben wir auch noch nicht. Plattenbeinlänge oder irgendwas hier. Kurze Brigantinbeinlänge. Die können wir noch nehmen. Die sind auch noch ein bisschen, was die Auffälligkeit angeht. Ganz gut. Und dann hier sowas. Italienische Beckenhaube wäre sogar besser als die wir haben. Aber die ist jetzt wahrscheinlich einfach nur, unsere ist wahrscheinlich nur gedamaged, das ist die gleiche. Als die wir schon haben und mehr. Oh, guck mal, die vernieteten, verzierten Beinplatten sind auch nicht schlecht, ne? Die geben auch ein bisschen mehr Schutz. Guck mal ganz kurz, eine will ich in den Warenkorb packen. Welche finde ich denn jetzt besser? 63... 59, ja, die sind natürlich deutlich weniger auffällig. Okay, dann entfernen wir das. Ja, das ist dann wahrscheinlich das, was wir machen. Mehr gibt's, geht nicht. Handel abschließen. Gut. Okay, dann rüsten wir uns mal so aus und schauen mal, was das uns jetzt am Ende bringt. Also, derzeitige Ausrüstung ist 65 und 60. Und dann gucken wir mal, wie sich das verändert. Oh, es geht deutlich runter, ne? Ja. Deutlich besser. Wir haben natürlich deutlich weniger Rüstung, aber... Irgendeinen Trade-off haben wir natürlich dadurch. Geht aber tatsächlich noch. Gut, also jetzt haben wir 47, 48. Das ist doch schon mal deutlich besser. Das ist nicht perfekt, aber es ist gut. Und wir könnten jetzt theoretisch nochmal den... ich weiß gar nicht, wir könnten nochmal zum Schneider gehen, bei der Kopfkettenrüstung, ob es da noch irgendwas gibt. Die könnten wir vielleicht austauschen. Und bei den Handschuhen.
Wir gucken nochmal zum Schneider. Ja, wir sind überladen. Wir packen gleich den Rest dann rein. Der Schneider hat zu. Schön. Ja, wir packen das erstmal kurz rein. Wir können ja noch eine Uhrzeit vorspulen. Das ist bestimmt noch nicht. Der arbeitet bestimmt noch nicht. Und dann packen wir das mal in die Satteltaschen hier. Okay. Wir sind auch dann deutlich leichter damit. Also wir können auch ein bisschen mehr tragen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und dann können wir, glaube ich, mal eine... Ist das die Schneiderin? Ah, perfekt. Ist jetzt hier Dienstbeginn. Ja, perfekt. Dienstbeginn. Sehr schön. Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Wir wollen mal gucken, ob du noch ein bisschen was für uns hast. Richtung Rüstung. Ein bisschen was, was auch ein bisschen was brennt. So, was ist das denn? Ja, mehr auffällig. Wir wollen weniger auffällig sein. Gepolsterte Bunthaube, Geräusche 99. Ist das hier... Wir machen dann damit weniger Geräusche, ne? Oh, blauer Japon. Guckt euch das mal an. Sichtbarkeit und Auffälligkeit geht richtig runter. Und Rüstung geht sogar hoch. Das ist doch das Richtige für uns hier. Ab in den Warenkorb damit. Schmiedeschürze. Ja gut, das können wir nicht anziehen. Einen braunen Filzhut möchte ich auch nicht haben. Ja, das gibt natürlich deutlich weniger Geräusche, ne? Also ihr seht, dieses Geräuschding ist halt auch noch ein Punkt. Aber da können wir jetzt erstmal nichts graues Ding. Das wird über den Waffenrops getragen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Oh, da, kurzer dunkler Wappen. Der ist noch viel besser. Der ist ja noch viel besser. Ja, okay, schaut mal. Wir nehmen den hier auf jeden Fall mit. Ja, perfekt. Den anderen entfernen wir. Und dann kaufen wir jetzt diesen dunklen Wappenrock. So, guck mal. Dann sehen wir doch schon schwarz wie die Nacht aus. Und wir haben eine deutlich leichte Rüstung. In die Satteltasche. Und dann sind wir jetzt der schwarze Ritter. Und ich hoffe, wir sind nicht erfolgreich wie der, genauso erfolgreich wie der schwarze Ritter aus dem Monty Python Film. Ihr erinnert euch an den Ritter? Ist das nicht der Ritter der Kokosnuss oder so? Der mit dem Arm ab und so weiter und dem Bein ab und sowas noch kämpfen wollte. Legendäre Szenen.